Der Streit zwischen Twitter und Elon Musk über die Übernahme des Unternehmens geht in die nächste Runde und wird je länger, je bissiger. Musk knöpft sich jetzt den Twitter-Verwaltungsrat vor. Tesla-Chef und SpaceX-Gründer Elon Musk will Twitter kaufen. Das hat der reichste Mann der Welt letzte Woche angekündigt. Rund 43 Milliarden Dollar ließe er sich die Übernahme der Mehrheit der Aktien kosten. Er bot den heutigen Aktionären einen deutlich höheren Kaufpreis an, als die Aktie effektiv wert ist. Nach einer geglückten Übernahme würde er das Unternehmen von der Börse nehmen, um das Potenzial als Plattform für Redefreiheit ausschöpfen zu können. Seine Übernahmepläne stoßen bei den Twitter-Bossen aber auf heftigen Widerstand. Twitter kündigte den Start eines Verfahrens an, das Großanlegern die Aufstockung ihrer Anteile erschweren soll. Damit wappnet sich Twitter vor einer feindlichen Übernahme durch Musk, der heute schon 9% der Twitter-Aktien besitzt. Wütender Musk zielt jetzt auf alle. Dieses Manöver ist dem Tech-Milliardär aber in den falschen Hals geraten. Auf Twitter, Musks Lieblingsplattform, kündigte er an, die Gehälter des Twitter-Verwaltungsrats zu streichen, würde seine Offerte angenommen. Wir sparen hier also jährlich 3 Millionen Dollar, schreibt Musk weiter. Der Tesla-Chef reagierte damit auf den Post eines anderen Nutzers, der den Twitter-Verwaltungsrat kritisierte. Twitter-CEO Parag Agrawal sowie Gründer Jack Dorsey wurden in der diskutierten Gehaltstabelle allerdings nicht aufgeführt. Dorsey hat im vergangenen Jahr keine feste Vergütung erhalten. Er ist mit rund 2% aber einer der größten Anteilseigner des Unternehmens. Wie es mit der angepeilten Twitter-Übernahme von Musk ausgehen wird, dürfte auch in Dorseys und Agrawals Händen liegen. Musk hat genügend Flüssiges für Twitter-Kauf. Werbung. An der Börse bleibt die Skepsis gegenüber den Plänen des Tesla-Chefs bestehen. Die Twitter-Aktien stiegen gestern im US-Handel um 3,5% auf 46,68 $. Dieser Preis liegt deutlich unter Musks Angebot von 54,20 US-Dollar pro Aktie. Musk betont jedoch, dass er über die nötigen Mittel verfüge, um Deals im Wert von mehr als 40 Milliarden Dollar abzuschließen.